Und Herren, auf dem Programm jetzt der Kampf um die WBC Interims-Weltmeisterschaft im Mittelgewicht, angesetzt auf 12 Runden. Ich rufe in den Ring den Herausforderer aus Italien, Emanuele Della Rosa. Aus Italien, Emanuele Della Rosa. Und nun, meine Damen und Herren, begrüßen Sie einen weiteren Lokalmatadoren, den WBC Interimsweltmeister aus Schwerin, Sebastian Spick. Meine Damen und Herren, aus Schwerin, Sebastian Spick. Ich möchte Ihnen die Kontrahenten vorstellen. In der blauen Ecke, er ist 29 Jahre alt, sein offizielles Kampfgewicht 71,7 Kilogramm. Er ist 1,70 Meter groß. Sein Kampfrekord, 22 Kämpfe, 22 Siege, davon 7 durch K.O. In seiner Ecke sein Bruder Enrico Della Rosa, Franco Bellincampi, Fabrizio Corradini sowie sein Trainer Luciano Sordini. Aus Italien, Emanuele Della Rosa. In der roten Ecke. Er ist 27 Jahre alt und brachte beim gestrigen Wiegen 72,3 Kilogramm auf die Waage bei einer Größe von 1,82 Meter. Sein Kampfrekord, 27 Kämpfe, 27 Siege, davon 10 durch K.O. In seiner Ecke Arthur Grigorian, Christoph Busch, Owen Rees sowie sein Trainer Fritz Stunek. Aus Schwerin der Titelträger Sebastian Spick.
Ringrichter des Kampfes ist Frank Garza aus den USA. Die Punktrichter: Herminio Cuevas Collazo aus Mexiko, Bela Florian aus Ungarn und Eddie Papu aus Ghana. Günstiger.de präsentiert Boxen im Zweiten. Einen würdigen Weltmeister haben wir gesehen. Heute Abend schon Jürgen Bremer im Halbschwergewicht. Und bekommt der Universumstall vielleicht bald noch einen weiteren Boxweltmeister hinzu, nämlich ihn hier, Sebastian Spick aus Schwerin, am grünen Tisch oder im Ring. Niemand weiß das so genau, das ist abhängig von einem Geist, von Superchampion Kelly Pavlik aus den USA, Spitzname The Ghost, Weltmeister der WBO und des WBC. Der verteidigt heute Nacht in seiner Heimatstadt Youngstown in Ohio beide Titel gegen Landsmann Espino. Aber was macht er dann? Geht er vielleicht ins Supermittelgewicht? Keiner weiß das so genau. Und deshalb muss Spick heute Abend seinen Titel als Interimsweltmeister unbedingt verteidigen und sich wegen des WM-Gürtels dann noch gedulden. Derjenige, der ihm den Titel streitig machen will, das ist der Italiener Emanuele Della Rosa, in 22 Kämpfen ebenso noch unbesiegt wie Spick in 27 Fights. Der Römer ist 29, zwei Jahre älter als Spick. Okay. Back, 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 back. Gentlemen, we already went through the directions in the dressing room. I want a good, clean fight. Good, clean fight. Let's give the people their money's worth, may the best man win. Und das ist der Ringrichter Frank Garza aus den USA, der gestern Abend beim offiziellen Essen noch als Klavierspieler beeindruckt hat. Also, der Römer, 29, zwei Jahre älter als Spick, war mal international Champion der IBF und mediterraner Titelträger des WBC, ist aber international ein unbeschriebenes Blatt, Nummer 80 der unabhängigen Rangliste von Boxrec, aber Nummer 3 bei der anderen, bei Fight News. Links in der schwarzen Hose, schwarz-rot-gold, Sebastian Spick, wie Bremer auch er, hier lokal Matador. Viele spricht in diesem Kampf für Spick, der hat schon 8 Titelkämpfe hinter sich. Und vieles spricht für einen Punktsieger. Hauen können sie beide nämlich nicht so richtig hart. Spick hat die bescheidene K.O.-Quote von 37,4%. Della Rosa kommt gerade mal auf 31,8. Auf dem Wettmarkt. Favorit ist eindeutig Spick. Für 10 Euro gibt es ganze 10,80 Euro zurück. Für Della Rosa gibt es auf Sieg 70 bis 80 Euro für 10. Also die große Frage, was macht Kelly Pavlik? Geht er ins Supermittelgewicht? Bei seinem Ausflug gegen Bernard Hopkins im Halbschwergewicht, da war er ja chancenlos. Pausierte zuletzt 10 Monate lang. Es gab Gerüchte um Alkohol. Nichts Genaues weiß man nicht. Aber nach seinem Kampf heute Nacht gibt es ja vielleicht mal etwas mehr Klarheit und eine konkrete Aussage über die Zukunft. Spitzname von Della Rosa ist Ruspa, so wurde er hier auch angefeuert. Das heißt so viel wie der Bagger. Mal abwarten, ob er die eine oder andere Baggerschaufel dabei hat. Das, was er hier schlägt, das kommt sehr häufig über die Außenbahn und es kommt sehr häufig weit her. Und er zeigt genau das, was Spick erwartet hat. Einen Gegner, der angreift. Er möchte ihn am liebsten abkontern. Und er hat eine sehr gute Boxschule bei den Amateuren erhalten und auch bei den Profis von seinem Trainer Fritz Dunek, der ihn hier hingeführt hat zu diesem Interimstitel im Mittelgewicht. Und Sie sehen, dass das rechte Knie von Della Rosa bandagiert ist, dass er da
so eine Stütze hat, wie Eishockeyspieler sie vielfach auch haben. Er hat dort offensichtlich eine Entzündung. Er hat auch einen Attest mitgebracht, dass er vor diesem Kampf eine Kortisonspritze erhalten hat. Der musste das melden, denn Kortison steht auf der Dopingliste. Immer wieder schön bewegen und immer wieder den Jet bringen. Hast du gemerkt? Und tiefer ansetzen. Dass du beim Weggehen von unten nochmal hochziehen. Auch die linke. Ne? Blocken tust du sehr gut, die Dings, wo es ein bisschen schneller Antwort geht. Mhm. Und noch nicht zum Körper gehen. Ist noch zu früh. Noch ein bisschen warten und dann steht der, kannst du richtig in den Haken schubbern wieder reinsetzen. Gute Rechte von Sebastian Spick, mit der versucht er, diese Deckung auseinander zu bringen. Und dann ganz weit her, von außen kommen diese Schläge von De La Rosa. Und auch hier große Ruhe in der Ecke von Sebastian Spick bei Fritz Stunek, diesem Grand Seigneur unter den deutschen Trainern. Sein vorerst letzter Kampf in der Ecke, bevor er eine längere Pause einlegt, um sich mal von Grund auf zu erholen nach einer Krebserkrankung. Er hat dafür einige Monate im Visier. Kampf zweier Normalausleger, die linke die Führhand und die rechte die Schlaghand. Und diese rechte von Sebastian Spick schlägt erstmals am Kopf von De La Rosa ein. Steht gut mit geschlossener Deckung, beobachtet gut, hat ein gutes Auge. Innenhand jetzt zum Kopf des Italieners. Der hat schon einen Cut an seinem rechten Auge. Wahrscheinlich von diesem Treffer da mit der Innenhand. Da ist ja doch immer die Verschnürung nicht gänzlich zu überkleben. Und davon könnte dieser blutende Riss rühren. Also auch dieses wieder, gleich nach Bremer, aber schon viel früher. Ein sehr blutig aussehendes Gefecht. Es ist natürlich der Albtraum eines jeden Boxers, so früh in einem Kampf schon einen solchen Cut zu erhalten, bei dem dann auch noch das Blut ins Auge läuft und die Sicht behindert. Und womit dann auch ein Angriffsziel für den Kontrahenten optisch sichtbar gemacht wird. Aber er wehrt sich und er kommt wirklich mit diesen Schaufeln. Es sieht so aus, als könne De La Rosa keine Gerade schlagen, sondern nur von ganz draußen über die Außenbahn kommen mit diesen wilden Schwingern. So, Unterbrechung von Frank Garza, der geht in die Ecke zum Ringarzt. Diesmal zum anderen, zu Dr. Barlock, Adam Barlock aus Bremen. Aber auch der sagt es. Accidental headbutt, both boxers were cut. No point deduction. Time in, box! Also ein unabsichtliches Zusammentreffen der Köpfe macht Frank Garza verantwortlich für diesen Cut. Also kein Punktabzug für irgendeinen der beiden Boxer. Und passt auf die Köpfe auf, sagt er immer wieder. Mal sehen, ob wir das belegen können, ob das wirklich ein Zusammenstoß der Köpfe war oder ob das diese linke mit der Innenhand war von Sebastian Spick, die für diese blutende Wunde sorgte. Gerade im Kampf wird bekannt gegeben, dass der Kapitän Emanuel De La Rosa durch ein Unterlass. Und der muss da dentro così comunque. Okay. Und der muss da dentro così.
Das von Herrn Spick habe ich gar nicht gesehen. Also in beiden Fällen unabsichtlicher Kopfstoß. So, hier, da waren sie mit den Köpfen schon zusammen, aber da war Spick eher weiter unten als an der Augenbraue. Also egal. Jedenfalls war das unabsichtlich, also quasi ein Unfall, bei dem sich dieser Katz ereignet hat. Und wie bei Bremer versucht die italienische Ecke natürlich auch hier das Blut zu stillen mit dieser Adrenalinlösung und mit Vaseline. So, zu viel Wasser in der Ecke. Der Italiener und deshalb nochmal Unterbrechung, da muss gefeudelt werden. Time in, Box! Und Anfeuerung für Sebastian Spick. Basti Rufe, er ist in der Nähe von Neubrandenburg in einem kleinen Dorf aufgewachsen mit 200 Einwohnern, von denen, sagt er, sind etwa 160 heute Abend hier in der Halle, um ihn zu unterstützen. Und Sie sehen schon zu Beginn dieses Kampfes, das ist ein anderer Boxer vom Stil her, Sebastian Spick, das ist ein Techniker, nicht so ein Schläger wie Jürgen Bremer. Gute Amateurschule. Zahlt sich aus und er ist langsam vorsichtig an dieses Niveau herangeführt worden und ist dann zu Recht Interimsweltmeister geworden beim World Boxing Council WBC. Übrigens mit einem wenig überzeugenden Kampf, auch gegen einen Italiener, gegen Spada. Das war im letzten Juli am Nürburgring, aber das lag damals daran, dass er sich im Training einen Riss des Trommelfells zugezogen hatte und dadurch gehandicapt war, auch das Sparring hatte unterbrechen müssen. Das Blut strömt weiter. Die italienische Ecke hat es nicht stoppen können. Aufwärtshaken von Spick, der sich ganz aufs Kontern verlässt, der den Italiener kommen lässt, wartet, bis die Lücke da ist und dann dort hineinschlägt. Break, break, let it go, let it go, break. Hab's ja schon erwähnt. Der K.O. ist bei beiden Boxern ein eher seltenes Phänomen. 8 von Spicks 10 K.O.s gelangen ihm von 2004 bis 2007. Seitdem nur noch 2 in 7 Kämpfen. Darunter aber auch der gegen Ex-Europameister Baron. Ermahnung an De La Rosa, den Kopf nicht zu weit vorne zu haben. Also gegen Ex-Europameister Baron. Und der war ja immerhin 2003 gegen Felix Sturm über die Runden gekommen. Und für De La Rosa gilt Ähnliches. Der gewann 6 seiner ersten 8 Kämpfe durch K.O. und bezwang von August 2006 bis heute nur noch einen einzigen weiteren Gegner vorzeitig. Und das ist die Freundin von Sebastian Spick, Nadira Hinz. Seit anderthalb Jahren zusammen die beiden. Sie ist Regierungsinspektorin in der Verwaltung der Hamburger Universität. Sofort drüber raus. Ja. Mit dem rechten Kampf wunderbar rüber und über seine linke Hand. Ich finde, der linke Haken, wenn er vorbeigegangen ist, die rechte Hand, dass der linke Haken kommt, ja. Jetzt kann sie schon dann zum Körper gehen, ne? Wenn er vorbeigezogen hat. Ne? Und mach dich immer wieder locker, außerhalb bewegen, die erste Zeit provozieren, weißt du, und dann kommst du. Mach dich locker und wenn die linke kommt, dann komm mit der rechten. Das, was er hier praktiziert hat, auch wenn er hier selber eine linke einstecken muss, das soll Sebastian Spick weiter praktizieren, fordert Fritz Dunek. Der erfolgreichste Männertrainer Deutschlands aller Zeiten ist, 10 Boxer, 15 Mal zu Weltmeistern machte. Jolt Erde gegen den Italiener Fragomeni war sein 15. Weltmeistergürtel, den er mit seinem Schützling in den Himmel heben durfte.
So, und wir haben auch hier ein Online-Scoring von Ihnen daheim, unseren heimischen Punktrichtern. Und Sie sehen alle Sebastian Zwick vorne und das sehen Sie richtig. Also man sieht ganz deutlich, Spick 1,82, De La Rosa 1,71. Die Reichweitenvorteile, die längeren Arme hat Spick, der nutzt das. Der steht weit genug weg und der kann auch aus dieser Distanz gute Treffer erzielen. Und De La Rosa muss da erstmal dran vorbeikommen, muss Schritte nach vorne machen, um überhaupt erstmal in Treffernähe zu Spick zu kommen. Und das lädt ihn natürlich ein zu solchen Kontern wie hier in diesem Moment. Und die Blutung ist ganz einfach nicht zu stoppen von der Ecke. Weiter in der Sicht behindert Emanuele De La Rosa. Und wir haben übrigens noch eine ergänzende Information zu Jürgen Bremer. Er ist ins Krankenhaus gebracht worden, aber nur zum Nähen dieses schrecklich tiefen Cuts, den er da an der rechten Augenbraue hatte, wo auch der Italiener ihn hier hat. Also es dürfte schnell gehen. Boxer sind ja hart im Nehmen. Wird ja manchmal sogar wie beim Eishockey, auch weil der Adrenalinausstoß so hoch ist, ohne Betäubung genäht. Also seine Hoffnung auf Besuch der Aftershow-Party sollte daran nicht scheitern. Und er hier ist auch in Partylaune. Nein, er hier nicht. De La Rosa, Sebastian Spick, der eindeutig führt. So, meine Damen und Herren, nach den Regeln der WWC wird nach der vierten und achten Runde das Ergebnis offengelegt. Ich bekomme gleich die Informationen und werde Sie dann entsprechend die Punkte bekannt geben. So, Sie haben den Hallensprecher hier gehört. Er sagte schon mal, dass, da wir beim WBC sind, gleich die Punkte bekannt gegeben werden. Second out, ringfreie Runde 5, Round 5. So, da hatten wir die italienische Ecke, Luciano Sordini, sein Trainer. Und hier die entsprechende Punktwertung. 39, 37, 39, 37, De La Rosa. 39, 37, 39, 37, Spick. 40, 36, 40, 36, Spick. So, wenn ich das richtig gehört habe, hat einer der Punktrichter De La Rosa vorne. Also das überrascht mich nun mal wirklich, ob das nicht ein Irrtum ist. Das kann eigentlich nicht sein. Also dazu war das viel zu eindeutig hier. Also für einen Konterboxer ist das hier natürlich wie gemalt und das ist Sebastian Spick. Der Italiener liegt hinten, er muss kommen, er muss angreifen, er muss sich öffnen für seine Schläge
Und den kann Sebastian Speck richtig gut abkontern. Allerdings muss er auch einige Male einiges einstecken. Aber die Deckung zuckt dann sofort auch gleich wieder hoch. Also der, das haben wir inzwischen auch rausgebracht, Herminio Collazo aus Mexiko ist der Punktrichter, der daneben liegt und nach vier Runden den Italiener vorne gehabt hat. Gibt es ja manchmal die abenteuerlichsten Entschuldigungen. Wir hatten auch mal irgendeinen, der die Boxer verwechselt hatte. Ja, bei der Hose von Spick ist das eigentlich relativ schwierig. Italien und Deutschland zu verwechseln. So, er entschuldigt sich für diesen Schlag nach dem Break-Kommando Velados. So, hier kann Sebastian Spick natürlich dann schwer kontern, wenn er zu dicht am Italiener dran ist, wenn er sich in den Infight ziehen lässt. Und da sieht er dann schlecht aus. Aus der Distanz muss er kontern, so wie hier. Quasi mit dem Gong schlug es auch nochmal am Kopf ein von De La Rosa mit einer prima Rechten. Verhalten sein, sich erholen. Wenn wir runtergehen, dann wird er hochziehen. So läuft das gut. Immer wieder leer laufen lassen. Dann bietet er dich unwahrscheinlich an, dann macht er die Fehler. Und dann hast du das Ziel, wo du reinhauen kannst. Ne? Immer wieder mit dem Jab provozieren. Immer rein. Das macht ihn nervös. Dann will er mit Gewalt rein und dann muss ihn abkommen. Ja. Immer wieder von unten. Also genaue taktische Anweisungen von Fritz Dunek für Sebastian Spick, der hier mal eine rechte des Italieners nehmen muss und dann ist sofort mit einem Aufwärtshaken versucht. Aber da war er zu dicht dran, um den noch richtig gut hochzuziehen. Also ein etwas anderes Gefecht, das ist klar. Das ist hier mehr was für Boxstilisten als das, was Jürgen Bremer hier vorher gezeigt hat in diesem blutigen, dramatischen Kampf, mit dem er gezeigt hat, dass er ein würdiger Weltmeister ist. Und nicht nur einer vom grünen Tisch. Aber das wäre Sebastian Spick egal. Er möchte Weltmeister werden, das ist sein Ziel. Am liebsten natürlich im Ring. Er wird sich auch einen Kampf gegen Kelly Pavlik in den USA zutrauen. Er sagt, ich habe doch nichts zu verlieren. Das wäre eine tolle Chance. Jeder erwartet, dass ich da verliere und je besser ich dann aussehe, desto mehr Eindruck habe ich auch gemacht dann auf dem amerikanischen Markt. Aber davon ist er noch weit entfernt. Das ist Träumerei. Also De La Rosa kennt nur ein Ziel, das ist der Kopf von Spick. Er versucht immer wieder beim größeren Gegner nach oben an den Kopf zu gehen, aber diese Schläge kommen zu weit von außen her. Eigentlich müsste er versuchen, als der Kleinere über den Infighter nochmal auf Leber oder Milz des Gegners zu kommen. Aber das schafft er nicht, auch weil Spick schnell genug ist, um dann immer wieder rechtzeitig aus dem Feuer zu gehen. Gut für den Italiener, dass es der Ecke jetzt doch mal gelungen ist, den Blutfluss
etwas zu stillen, wollte ich gerade sagen. Und dann platzt die Wunde sofort wieder auf. Und das Blut läuft erneut herunter und auch ins Auge des Herausforderers. Sehr gute Rechte von Spick. Noch eine hinterher aus der Distanz. Und der Italiener wackelt ein bisschen. Er klammert, er versucht sich über diese gefährliche Situation in dieser sechsten Runde zu retten. Und dann kriegt er noch einmal eine Rechte an den Kopf und der Gong rettet ihn in die Pause. Il tuo occhio, ragazzi. Mi spiego. Non te buttare dentro. Non te devi buttare dentro. Ok. Non cercare la forza. He's not breathing in the eye. And he's okay. Clear. He's clear. Hier, das war diese Rechte zum Kinnwinkel, dann eine, die nicht richtig voll traf. Und dann gab es ja noch eine am Ende mit dem Gong. Also die sechste Runde, die klarste bisher für Sebastian Spick. Hälfte ist rum, auch um Interimstitel geht es über 12 Runden. So, 60-54, Ihre Wertung, klarer Vorsprung, eindeutig zugunsten von Spick. Aber wir haben ja bei Jürgen Bremer gesehen, was diese Eindeutigkeit auch bedeuten kann, dass plötzlich die ganze Chose ins Wackeln kommt und ein Kampf nochmal kippt und plötzlich ein Boxer mal drei Runden am Stück verliert und alles plötzlich wieder ganz anders aussieht. De La Rosa ist zwar ja kein Knockouter, genauso wie Spick, aber die Fülle seiner Schläge, auch wenn sie natürlich von aus großer Entfernung kommen und deshalb ihnen auch ein bisschen die Wirkung fehlt, aber irgendwo hinterlässt das natürlich alles Wirkung. Und auch so Schläge, die mit 40-50% nur ins Ziel kommen. Aber Spick macht das sehr gut mit der Deckung. Er lässt manchmal ja die Hände sehr weit unten hängen, aber dann auch, wenn er in Bedrängnis kommt, sind sie sehr schnell wieder vor dem Gesicht, um sich zu schützen. Italiener mit dem Mute der Verzweiflung, mit wilden Schreien, fast ein bisschen wie Tennis-Ladies, aber diese Rechte zum Kinn von Spick kamen ausnahmsweise mal durch die Deckung. No, 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 stop! Stop! Aber der Halle gefällt es, auch wenn das natürlich nicht so spektakulär ist wie Gefecht Nummer 1 heute Abend. Basti, Anfeuerung, sie mögen ihn hier. Und immer wieder kommt der Italiener mit dem Kopf voran in Sebastian Spick. Er setzt natürlich jetzt schon langsam so alles auf eine Karte, weiß, ich liege hier hinten, muss alles versuchen, aber die Mittel sind halt auch beschränkt bei ihm und auch deshalb führt Spick so klar. Immer wieder andere Menschen, dass sie recht ins Rot ziehen. Weißt du? Kürzer. Weißt du, den Schritt zurück, er schnitt vorbei und dann von unten hoch halt. Ne? Und lass mal warten. Meine Hand kaputt geschlagen. Oh,
zuschließen. Hast du gesehen, einmal die linke von unten hochgezogen hast? Das musst du öfter probieren. Scheiß die rechte Hand und kommt die linke von unten wieder auf Haken. Ja. Er schlägt immer nur eins. Ich habe mal ein bisschen in die. Ich habe mal ein bisschen reingehört in die italienische Ecke. Da ist man zwar immer noch so ein bisschen dabei, ihm eine Dosis Mut zu verabreichen. Du hältst hier mit, du hast deine Chance, Emanuele, aber du musst die Hände höher nehmen. Aber das ist sehr viel Zweckoptimismus dabei. Dominiert hat Sebastian Spick diesen Kampf. Aber aufpassen muss er hier, darf sich natürlich nicht so in die Ecke drängen lassen. De La Rosa wird gehalten, hat eine freie Hand und versucht jetzt mit Gewalt. Also Frank Garza hat jetzt einiges zu tun, um die beiden auseinanderzuhalten, weil der Italiener halt wild attackiert, versucht heranzukommen, den Größenunterschied halt wettzumachen. Die längeren Arme, die größere Reichweite von Sebastian Spick. Das ist halt immer der Nachteil für den Kleineren mit der geringeren Reichweite, dass er erstmal durchs Feuer muss, um an den anderen heranzukommen. Versucht jetzt auch mal zum Körper. Aber mit untauglichen Mitteln hier, dieser Schwinger ging weit vorbei. Und da war Alarmstufe Rot eigentlich, da hätte Spick mal richtig gut hineinkontern können, aber er ließ diese Chance verstreichen. Spick war übrigens etwas überrascht vom Gegner, als er den hier kennenlernte auf einer Pressekonferenz. Da wollte der erst einmal ein Foto mit ihm machen, fast wie ein Fan, und ein Autogramm vom Titelverteidiger. Und immer wieder öffnet sich der Cut. So, und da sehen wir Jack Kulkaikett, der sein beeindruckendes Profidebüt heute Abend hier gegeben hat in Schwerin. Das haben wir Ihnen ja vorhin auch schon gezeigt. Und viel Arbeit in der italienischen Ecke bei diesem Cut. Also wirf dich nicht so in den Gegner, sagt die italienische Ecke. Versuche überlegt zu handeln. Und dieser Cut ist lang und kann einfach nicht gestillt werden. Der Promoter macht das. Wir haben gar keinen Cutman dabei. Und sehr professionell sieht das auch nicht aus. Mit dem Taschentuch kommt Promoter Kerki da, versucht diese Blutung zu stoppen. Ich weiß nicht, haben die kein Adrenalin dabei, okay, nur Vaseline. So, warten wir mal. 80, 73, 87, 3, Spick. 78, 74, 78, 74, De La Rosa. 78, 74, 78, 74, Spick. Also immer noch nur zwei Punktrichter mit Durchblick. Der
Mexikaner liegt weiterhin völlig daneben und hat De La Rosa mit 4 Punkten vorne. Also da muss man schon mehr als blind auf einem Auge sein, um diesen Kampf so zu werten, als sei Sebastian Spick hier der Chancenlose. Also Fritz Dunek hat mit Sebastian Spick auch diesmal wieder dran gearbeitet, die Schlaghärte zu verbessern, also die Standfestigkeit, die Schnelligkeit, mit der die Schläge kommen. Aber das ist auch weiterhin noch ein Aufgabengebiet für den Trainer. Das ist das, was dem großen Stilisten Sebastian Spick allzu häufig doch noch fehlt. Und auch in diesem Kampf gegen diesen wild attackierenden Italiener hat er mit ganz wenigen Ausnahmen da in der 6. Runde ja keine großen Wirkungstreffer hinter oder erzielen können. Das sicherlich das Manko und das ist so eine Conditio sine qua non, die Schlagkraft, ohne die es auf diesem hohen Niveau dann doch nicht geht. Und die fehlt Sebastian Spick leider immer noch. Und das wirkt dann natürlich manchmal noch ein bisschen amateurhaft, wenn auch es was etwas ist für Stilpuristen. Und Nadira, seine Freundin, guckt auch ein bisschen betröppelt, obwohl sie ja dazu eigentlich gar keinen Grund hat, denn Spick führt hier ganz klar. Tritt ganz klar, die setzt die Akzente, dann schlägt er vorbei. Und dann musst du von unten kommen, einen Schritt zurück oder zur Seite des Aufwärts haken. Bernhard, bitte zum Haupteingang. Reinhard, bitte direkt zum Haupteingang und dich dort melden. Immer wieder ruhig. Ja. Immer wieder entspannt sein, aber immer wieder aufpassen, ob wir lange Dinge haben. Ne? Und schön die Fäuste schließen. So, Tränke nochmal dann. Nochmal trinken. Seconds out. Redfall von den 10 Round 10. Also die Ecke des Italieners erzählt ihm immer wieder dasselbe, wirft es nicht so in den Gegner. Und ich glaube, das ist der Punktrichter, der bisher so daneben liegt, obwohl wir hier zwei Durchschläge bekommen haben von den Punktrichterzetteln, weil wir gesagt haben, was ist da drüben los? Das kann doch nicht angehen, dass das ein 2-1 Kampf ist. Und da differiert es. Da hat plötzlich ein anderer Punktrichter den Italiener vorne als auf dem ersten Punktzettel. Also hier ist manches etwas unübersichtlich. Warten wir also mal am Ende ab, wer derjenige ist, der so völlig daneben liegt. Okay. Also nicht halten, ermahnt der Ringrichter Sebastian Spick und sie daheim liegen richtig, ganz eindeutig. Liegt Spick in Front. Also wenn das ein 2-1 Urteil gibt, dann ist das lächerlich. Und dann müsste man denjenigen mal fragen, der hier und warum er dann auf De La Rosa gewertet hat. No push.
Und das hat gar nichts mit Stilfragen oder Ähnlichem zu tun. Es ist einfach ganz eindeutig, nicht halten, sagt Frank Garza zu Sebastian Spick. Und verwarnt ihn oder ermahnt ihn und sagt noch einmal, dann gibt es möglicherweise mal eine Verwarnung und einen Punkt dazu. So kommt Spick natürlich doch noch in Bedrängnis, wenn er da stehen bleibt und sich auf diese Prügelei einlässt. Er wartet immer ab, er steht zu gerade, er geht auch nicht außen rum, mal um seinen Gegner. Hier, da hat er mal schön gekontert, da hat er genau abgewartet, dann kam dieses sich nach vorne werfen des Italieners und da hinein dann die Rechte und die brummte richtig und traf auch richtig. Er müsste mal versuchen, aus dieser geraden Linie wegzukommen im Rückwärtsgang, wenn der Italiener attackiert. Den einfach mal versuchen, ins Leere laufen zu lassen und dann seitlich links oder rechts wegzugehen und von dort zu treffen. Nein, 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 stopp! Break, break! Ja, Kämpferherz hat der Italiener, aber allzu viel mehr hat er nicht zu bieten. Bitte noch mehr außer Linie gehen, wenn er die Angriffe startet. Weißt du? Zu lange noch jetzt, ne? Ja. Dann kommt zwei Runden noch. Immer wieder den Jab rein. Und dann, wenn er kommt, entweder drehst du die mit der linken Hand aus und fängst mit dem rechten Overhand an, oder du gehst andersrum und fängst mit dem linken Overhand an. Er schlägt immer nur 1-2. Er kommt mit, jetzt fast nur noch mit wuchtigen Einzelhänden. Probier einmal das machen, siehst du, wie das geht. Also die Ecke des Italieners beschimpft ihren Schützling ein bisschen und sagt, das haben wir dir doch jetzt 70 Mal gesagt, achte doch mal auf diese Rechte von Spick und wirf dich nicht immer so hinein in den Gegner. Und nach wie vor haben sie offensichtlich kein Adrenalin in der Ecke. Das spricht natürlich auch nicht gerade für große Professionalität, sondern versuchen es dann mit irgendwelchen Taschentüchern, diese Blutung zu stillen. Also auf diesem Niveau müsste ein Boxer anders behandelt, gepflegt und betreut werden, als das bei den Italienern der Fall ist. Also Kampfgeist hat er, sonst aber nicht viel mehr. Und gewinnen kann Emanuele De La Rosa diesen Kampf nur noch durch einen K.O. Zu klar ist die Führung von Sebastian Spick. Es sei denn, wir hätten vielleicht noch einen zweiten Sehbehinderten unter den Punktrichtern, der dann plötzlich umschwingt, aber das kann ich mir mal nicht vorstellen. Das ist dann doch zu eindeutig, weil wie gesagt, Kampfgeist hat er, Mut hat er, Herz hat er, aber es fehlt halt an boxerischem Können, es fehlt an Schlaghärte. Diese 31,8% K.O.-Quote, die haben das ja auch kenntlich gemacht, dass er zwar viel schlägt, aber dass da nichts drin ist in diesen Schlägen, was dem Gegner wehtut. Okay, stopp! Lingo, lingo, lingo. Break. Back. Also
Was auffällt, ist, dass Sebastian Spick die rechte Schlaghand nur noch ganz, ganz selten einsetzt. Ich weiß nicht, vielleicht hat es da irgendein Problem gegeben. Vielleicht hat er sie sich wehgetan, verstaucht. Passiert ja immer wieder mal auch, dass Boxer sich Fäuste brechen. Aber jetzt kommt sie mal wieder. Aber wie gesagt, sie war jetzt minutenlang in dieser 11. Runde nicht im Einsatz. Und er versuchte, diesen Kampf weiterzuführen mit seiner linken Hand. Wenn einer linke kommt, wie so hart, das tut ihm richtig weh. Weißt du? Ja. Ich kann die Runde. Wem? Achso. Der Gegner kriegt die Hand kaputt. Ja, meine auch. Scheißegal, komm. Du siehst den rechten Oberzahn nochmal schön rein. Hast gut getroffen gehabt eben. Ja. Nochmal rein. Die Trainer haben gesagt, blockierst du an. So, und wenn du am Mann bist, du musst einfach tiefer stehen, weißt du? Also da haben wir die Bestätigung bekommen, also Sebastian Spick ist der Ansicht, dass die rechte Hand seines Gegners kaputt ist und, das sagte Trainer Arthur Gregorian da in der Ecke eben, daraufhin sagte Spick, ja, meine auch. Also wir haben hier zwei Normalausleger, die Probleme mit ihrer rechten Hand haben, mit der Schlaghand. Und also doch richtig beobachtet, dass Spick plötzlich diese Rechte vernachlässigte, um sich nicht noch mehr weh zu tun oder einen größeren Schaden selber zuzufügen. Und er muss ja auch nicht mehr allzu viel tun, weil es ist ganz eindeutig, er hat diesen Kampf gewonnen. Er liegt hier klar in Führung, er könnte nur noch K.O. gehen. Aber wovon denn? De La Rosa hat zwar viel geschlagen, aber das ist dann doch ein bisschen besseres Wattebäuschenpusten gewesen. Er hat Spick nicht einmal richtig getroffen. Der sieht zwar durchgeschwitzt aus, aber keinerlei gegnerische Trefferwirkung, hat irgendwie Spuren in seinem Gesicht hinterlassen. So, der letzte Angriffsschwung, den De La Rosa da noch aufbieten kann. Aber Spick kann das ganz gut ersticken, diese Bemühungen des Italieners. Letzten 60 Sekunden und dann darf Sebastian Spick seinen Gürtel als Interimsweltmeister des World Boxing Councils im Mittelgewicht behalten. Frank Garza wertet das als Mätzchen, was die beiden da jetzt aufgeführt haben in dieser letzten halben Minute. De La Rosa ließ sich auf den Rücken fallen, als sei er geschubst worden. Und auch diesmal ist er Opfer seines eigenen, ja gut, Angriffsschwungs, sage ich mal. Aber der verpuffte ja irgendwo im Leeren und da ging Spick ganz einfach zur Seite. Der Schlussgong kommt. Er erhält viel Applaus, den hat er sich auch verdient, wegen seines Eifers, den er hier an den Tag gelegt hat. Aber das war
nicht allzu eindrucksvoll. Und auf dem ganz, ganz hohen Niveau, wo er hin möchte, Nadira guckt immer noch etwas skeptisch. Da wird so eine Leistung sicherlich nicht reichen. Also dieser Herausforderer De La Rosa war keine Herausforderung für Sebastian Spick. Er bleibt Interimsweltmeister. Warten wir mal ab, was heute Nacht in Amerika passiert, in Youngstown, wenn Kelly the Ghost Pavlik geboxt hat. Vielleicht klärt er da mal die Weltöffentlichkeit auf, was er nun eigentlich vorhat in Zukunft. Und sie haben den Kampf sogar mit 120 zu 108 an Sebastian Spick gegeben. So klar werden das die Punktrichter hier nicht machen. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob immer noch einer völlig daneben liegt. So, hier nochmal eine Zeitlupe dieser letzten kleinen Schubserei in der letzten Runde und dann dieser Sturz, selbstverschuldet von De La Rosa nach vorn. Also hängt so ein bisschen im luftleeren Raum Sebastian Spick, abhängig von anderen, von Verbänden. Hier zeigt auch nochmal irgendwas mit der rechten Hand, ist nicht so richtig in Ordnung bei mir. Was macht Kelly Pavlik, der Superchamp von WBO und WBC? Und wir sehen uns nochmal die Wirkungstreffer an, die in diesem Kampf erzielt wurden. Das hier war die eindrucksvollste Runde von Sebastian Spick, die sechste. Und dann sind wir schon in der zehnten. Da wackelte De La Rosa nochmal. Außer wilden Schwingern hatte der hier aber nicht allzu viel im Repertoire und zu bieten. Und deshalb kann es eigentlich gar keinen Zweifel geben, dass er hier ganz eindeutig gewonnen hat, Sebastian Spick. So, und das soll derjenige sein, der so völlig neben der Kapp ist hier bei diesem Kampf. Herminio Cuevas Collazo aus Mexiko. Gucken wir mal, also da hat es auf den Punktzetteln irgendwie ein Durcheinander gegeben, obwohl da ein sehr akribischer Supervisor ist, Hassin Uishi aus